Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Nach der Anhörung im Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement im März vergangenes Jahr haben wir nun einen bunten Blumenstrauß von Maßnahmen im Koalitionsantrag vorliegen, der sich im Klein-Klein verliert und am Ende nicht will, was er mit starkem politischem Willen durchsetzen kann. Das bürgerschaftliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr wird in der Bürgerschaft hochgeschätzt und von uns, der Linksfraktion, ebenso. Also auch von uns herzlichen Dank und leiten Sie auch den Dank an Ihre vielen Kameradinnen und Kameraden in den Wachen weiter. Die Helfer in Not sind immer dann zur Stelle, wenn Katastrophen schon im Gange sind oder ihre Ausmaße beseitigt werden müssen, aber eben auch gern gesehen, wenn es um Vorbeugung und Schutzmaßnahmen geht. Jeder kennt Brandschutzbelehrungen, erste Erfahrungen werden oft schon in den Kindertagesstätten gemacht. Die Unterscheidung in Berufs- und Freiwillige Feuerwehr spielt dabei oft bei den Bürgern keine große Rolle. Und doch ist es etwas Besonderes, ehrenamtlich bei der Feuerwehr zu sein. Das Ehrenamt fordert neben dem Beruf die ganze Frau und den ganzen Mann. Oft beginnt eine Feuerwehrkarriere schon im Kindesalter. Aber die Bedingungen dafür sind in der Stadt durchwachsen. Davon haben sich die Ausschussmitglieder sowie Interessierte vor Ort überzeugen können. Wenn im vorgeschlagenen Maßnahmenpaket über die Anerkennung von Dienstzeiten gesprochen wird, ist dies auch in Absprache mit anderen Bundesländern erforderlich. Die Ehrenamtskarte ist in ihrer heutigen Funktion wenig attraktiv und entwickelt kaum ein Wertschätzungsgefühl, gerade dort, wo es eher um ermäßigte Fahrkarten gehen sollte. Ich bin überzeugt, dass die Verbesserung der Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements in der Freiwilligen Feuerwehr ein wichtiger Baustein für eine Werbekampagne zur Gewinnung von Neumitgliedern werden kann. Dazu natürlich auch bei den Menschen mit Migrationshintergrund. Eine breite interkulturelle Öffnung der Freiwilligen Feuerwehr lebt von guten Beispielen, die bekannt gemacht werden sollten. Auch darin kann die Mehrwertinitiative des Landes ein gutes Betätigungsfeld bieten. Im Maßnahmenpaket fehlt eine Abklärung der Diensttauglichkeitskriterien für Aktive der Freiwilligen Feuerwehr wie in anderen Bundesländern. Insbesondere dann, wenn Menschen mit Behinderung zusätzlich in den Einsatzdienst einbezogen werden sollen. Hier haben die Antragsteller eben sehr wenig dazu beigetragen, Klärung zu erhalten. Kann es Bequemlichkeit sein oder wurde nicht hingehört? Unerklärlich sind die Prüfaufträge im zweiten Teil des Antrages. Es ist eindeutig, auch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr brauchen eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Diese Ausbildung ist sicherzustellen und Konzepte vorzulegen, dass dieses auch erreicht wird. Die Festlegung auf einen Standort wie den noch betriebenen Flughafen Berlin-Tegel schiebt die schon erkannte Notwendigkeit in eine ungewisse Ferne. Es ist für jeden erfolgreichen Einsatz wichtig, dass sich alle Feuerwehrleute für die oftmals gefährlichen Einsätze körperlich fit halten. Hier gute Trainingsbedingungen zu schaffen, muss man nicht prüfen, sondern realisieren. Da kann es standortbedingt günstig sein, wenn in der Nachbarschaft freie Kapazitäten in Sportstätten existieren. Aber gerade in Zeiten, wo Sporthallen für menschenunwürdige Unterbringung von Flüchtlingen beschlagnahmt werden, sind Nutzungskonflikte nicht auszuschließen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schreiber. Ich bin eigentlich gleich fertig. Vielleicht können wir es im Anschluss machen. Nee, das ist darüber keine Zwischenfrage mehr. Das machen wir nicht mehr. Zwischenfrage ist Zwischenfrage und ansonsten ist es verspielt. Gut, dann verspielen wir es hier an dieser Stelle und diskutieren im Ausschuss weiter, denn wir vertagen es ja sogar noch in den Ausschuss. Auch der dritte Prüfauftrag zum Abbau des Sanierungsstaus ist für das hohe ehrenamtliche Engagement völlig unangemessen. Hier muss ein schlüsselfertiges Konzept her. Wie dieser Sanierungsstau, und die Zahlen wurden ja vorhin schon von Herrn Schreiber genannt, abgebaut wird. Letztendlich sind hier auch die Werbemittel für neue Mitglieder am effektivsten eingesetzt. Keine will in eine Bruchbude ohne Umkleidemöglichkeiten für Mädchen freiwillig Feuerwehrfrau sein. Setzen Sie sich also für ein Konzept ein,
wie zum Beispiel die 60 Millionen alternativ zur Olympiabewerbung in Gebäude und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehren für eine an Gebäuden und Menschen wachsende Stadt dem Auftrag angemessen verbessert werden. Meine Damen und Herren, unsere Fraktion unterstützt die Überweisung des Antrags in den Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement wie in den Innenausschuss. Denn ohne Präzisierung der Forderung wird es auch in den kommenden Haushaltsberatungen keine nennenswerte Verbesserung für die wertvolle Arbeit der über 1700 freiwilligen Feuerwehrmänner und Frauen und der zukünftigen dort ehrenamtlich Tätigen geben. Vielen Dank.